Generalprobe in einem bekannten Nachtclub. 11 junge Damen präsentieren sich auf einem Laufsteg. Gesucht wird die offizielle Miss Zürich. Was macht so eine Schönheitskonkurrenz so interessant? Aus der Sicht des Publikums lässt sich diese Frage vielleicht noch einfach beantworten. Es gibt etwas zu sehen. Und auch die Medien haben Freude an Misswahlen. Sie können sich mit Leichtigkeit darüber lustig machen. Viele solche Anlässe werden mehr belächelt als ernst genommen. Der Titel Miss verspricht auch vielerorts mehr, als er später halten kann. Trotzdem haben sich die Veranstalter der Miss Zürich-Wahl bemüht, einen seriösen Anlass durchzuführen. Dann eine Misswahl im Nachtclub. Das weckt förmlich Kritik. Was aber macht diesen Wettbewerb für die Teilnehmerinnen so attraktiv? Ist es der Titel, der oftmals mehr verspricht, als er später halten kann? Ist es der Wunsch, bewundert zu werden? Geht es um den Traum der grossen Karriere? Oder ganz einfach nur um den Plausch. Wir dürfen Ihnen die Kandidatinnen vorstellen. Mit der nicht ganz einfachen Startnummer 1 haben wir die Rochelle. Die Nummer 2 heute Abend hat Corinne und mit der Nummer 3 startet heute Abend Sandra. In der Verlosung zuteilt bekommen hat Natalia das 4 und Renate das 5, Manuela hat das 6 und mit der Nummer 7 startet Devlin. Nummer 8 ist heute Abend Rea und Nummer 9 bringt Barbara, vielleicht Glück 10 für Karin. Mit dem 11 ist Corinna unterwegs. Jeder Zuschauer wird bei dieser Wahl seine Favoritin haben. Aber kaum einer weiss, was für ein Mensch hinter Bein, Busse, Po und anderem steckt. Sind die Teilnehmerinnen junge Damen, wie man sie bei jeder Möchtegern-Jet-Set-Party antrifft? Oder privat ganz einfach Menschen wie Sie und ich? Wer sind die Konkurrentinnen von der jungen Rümlangerin, die sich wie die 17-jährige kurvenreiche Rochelle Amrain aus Wetzikon in hautenge Jogginganzüge zwängen lassen? Anzüge, die bei einzelnen Mitwirkenden aussehen wie Pyjamas, die zu lange im Tumblr sind. Woher kommen die jungen Damen, die hier auf dem Laufsteg proben? Mit was verdienen sie normalerweise ihr Geld? Und vor allem, warum haben sie sich bei dieser Wahl angemeldet? Ein paar Beispiele geben Sie auf Schluss. Also ich heiße Corinne Balog, bin 22 und komme aus Delniken und arbeite in der Computerbranche. Ich nehme an dieser Wahl teil, einfach aus Plausch, weil ich mal schauen, was etwas ist. Ich bin Sandra Busch, ich bin 22 und komme aus Zürich. Von Beruf bin ich kaufmännische Angestellte. Ich mache mit, weil mich mein Chef darauf aufmerksam gemacht hat, auf die Miss Zürich-Wahl, und dann haben wir gedacht, ja, wieso nicht, wir schicken mal Fotos rein. Und ich war erstaunt, dass sie mich dann schlussendlich zu den Finalistinnen genommen haben. Ich bin Evelyn Jordan, ich bin 23 und komme aus Zürich und von Beruf bin ich kaufmännische Angestellte. Ich
mache als erstes mal mit, weil meine Freunde gefunden, ich soll mal mitmachen, ich soll mich dort anmelden. Dann, weil es mich selber wundernimmt, wie so etwas abläuft und was für Chancen dass ich habe, wenn ich mitmache. Ich heiße Rea Meisterhans, bin 21 und komme aus Soizach, das ist in der Nähe von Winterthur. Und von Beruf bin ich kaufmännische Angestellte. Ich mache mit an dieser Wahl, weil ich mir dadurch erhoffe, ein bisschen bekannt zu werden und eventuell einen Auftrag überzukommen. Ich heiße Corinna Wittmann, bin 20 und komme aus Dietikon. Ich arbeite als kaufmännische Angestellte beim Verkehrsverein Zürich. Bei dieser Wahl mache ich mit, weil ich mit meinem Freund eine Wette abgeschlossen habe. Er hat das Inserat zu der Zeitung ausgeschnitten und hat gesagt, ja, ich würde mich ja sowieso nie wagen, so einer Wahl mitzumachen. Und ich habe dann gefunden, dass ich die Herausforderung annehme und habe mich angemeldet. Mittwochabend im Nachtclub. Die grosse Show läuft. Auch der allerletzte Platz ist vergeben. Profi und auch Möchtegern-Fotografen stehen sich gegenseitig im Weg. Und auf dem Laufsteg gilt es jetzt ernst für die 11 Kandidatinnen. Nach der Vorstellung im Minikleid präsentieren sie sich jetzt im sogenannten Jogginganzug. Was geht in ihnen vor, wenn sie sich jetzt vor Publikum über den langen Laufsteg bewegen? Und auch ein Mann sagt die Frage laut, kommen sie sich da nicht ein bisschen vermarktet vor? Was meint Manuela Jessig? Wie fühlt man sich so, wenn man so über den Laufsteg läuft? Ja, eben irgendwo kribbelig und irgendwo ist man gespannt, wie die Leute reagieren. Also wie eine Frau vermarktet, nein, das will ich nicht sagen. Ich mache ja da nicht mit, um mich zu vermarkten oder mich gross richtig verkaufen, sondern einfach aus dem Grund, weil es das schon immer gegeben hat. Man hat gerne Frauen angeschaut und Frauen haben sich schon immer gerne ein bisschen präsentiert, haben schon immer wieder hübsch wirken und ich mache auch aus dem Grund mit. Ich fühle mich eigentlich nicht so nervös, wenn ich jetzt über den Laufsteg laufe. Das kommt vielleicht von dort her, weil ich schon ein paar Modeschauen mitgemacht habe und mich ein bisschen relativ gewöhnt bin. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen schlimm ist, ist, wenn man immer nur so lächeln. Ein bisschen vermarkten kommt man sich natürlich schon vor, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, es ist total der Plausch zum Mitmachen. Wie man sich fühlt, wenn man über den Laufsteg geht, das ist für mich eigentlich fast wie normal. Ich habe schon etwa diese etwas gemacht und mir gefällt das. Darum mache ich ja da mit. Ich tue mich gerne präsentieren. Klar wird man sehr vermarktet, aber wenn man das nicht will, dann muss man ja nicht mitmachen. Man macht ja wegen dem mit. Ich fühle mich auf eine Art gut, wenn ich auf dem Laufsteg laufe, auf eine Art fühle ich mich sehr nervös und unsicher. Wenn man da weiter würde machen, höher auf eine andere Misswahl, dann glaube ich schon, dass das langsam vermarktet würde, dass man sich da so könnte vorkommen. Aber das, was wir da machen, finde ich das gar nicht. Schlussdurchgang. Noch einmal müssen sich die 11 jungen Damen an einem immer besser gelohnten Publikum präsentieren. Das mal im Badazug. Musik aus Chorus Line lässt da fast ein bisschen Ironie aufkommen. Trotzdem gilt für alle Teilnehmerinnen immer nur lächeln. Schließlich ist das die letzte Chance, die Jury zu überzeugen. Denn sie bestimmt, wer Miss Zürich wird, nicht das Publikum. Kritische Frage. Was gefällt zum Beispiel der fröhlichen Corinna Wittmer an sich selber nicht, wenn sie vor dem Spiegel steht? Ich finde das eine blöde Frage, weil ich nicht unbedingt will, dass jetzt alle Leute herstarren und ich lieber nicht aufzählen. Wer solche Fragen stellt, darf sich über die Antwort natürlich nicht wundern.